Ja, hallo zusammen. Seid ihr auch der Meinung, dass ihr überhaupt nicht malen könnt? Dann zeige ich euch heute eine clevere Alternative, wie ihr trotzdem ein schönes Bild zustande bekommt. In diesem Video gestalte ich mit euch die heißen Früchte in Peperoni. Ich glaube, ich sage ein paar Mal im Video fälschlicherweise Paprika. Egal, mit Collagepapier, das ich speziell vorbereitet habe. Und welche Tricks ich dabei verwendet habe, da könnt ihr mir jetzt über die Schulter gucken. Viel Spaß beim Zuschauen. Was ich da als Grundlage nehme, das ist Seidenpapier. Das gibt es für ganz wenig Geld in Bastelläden oder in Kunstläden zu kaufen. Und ich habe dieses Papier, wie ich das jetzt gefärbt habe, zeige ich euch kurz in einem anderen Video. So, wenn ich jetzt hier so einen Papierbogen bemale, dann ist es gut, wenn ich den vorher schon ein bisschen vorwässere. Dafür habe ich hier so einen Sprüher. Und das führt dazu, wenn ihr das Papier vorwässert, dann knittert das so ein bisschen, das Papier. Werdet ihr gleich sehen. Und dann braucht ihr einen relativ weichen Pinsel. Ich weiß nicht, welchen sich hernimmt. Also Marke konnte ich nicht erkennen. Ich habe jetzt halt einfach meinen hochwertigsten Synthetik-Flachpinsel genommen. Wäre vielleicht besser, wenn er ein bisschen breiter ist. Und ich habe mir jetzt richtig teure Farben gekauft. Weil ich liebe diese Farbe, diese Firma sowieso, weil die so tolle Farben, Acrylfarben herstellt, die relativ lange offen sind. Und guck mal, dann wenn man das jetzt hier sieht, dann würde man niemals denken, dass es diese Farbe ergibt. So, und das kann ich jetzt hier drüber malen. Und das seht ihr schon, es fängt dann an zu knittern und das ist halt durchaus gewollt, ne? So, und jetzt lassen wir uns überraschen. Ich mache jetzt noch ein paar andere Papiere, aber das muss ich euch ja nicht im Video zeigen. Dann lassen wir die Sachen trocken und dann zeige ich euch, was man da für coole Sachen damit machen kann. Ja, okay, also relativ einfach. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr das Papier auf eine nicht klebende Oberfläche legt. Was wir halt brauchen, sind diese Papiere, dann viele andere Schnipsel, die ihr noch übrig habt. Ich habe da einen riesen Stapel an Collagepapier, das ich jetzt nicht alles hier ins Bild reinschiebe, zeige ich euch gleich. Dann habe ich noch eine Menge Farben, die überwiegend alle transparent sind. Warum transparent? Erkläre ich euch in einem anderen Video, das ich euch hier einblende. Dann brauche ich natürlich eine Schere und zum Kleben wie immer einen Binder. So, was ich jetzt machen werde, ist diese Formen ganz grob ausschneiden und hier drapieren. Und dadurch, dass das Papier halt transparent ist, das kann ich jetzt hier an dem Beispiel zeigen, wenn ich die beiden Papiere übereinander lege, seht ihr beide Farben und ihr seht eine Mischfarbe. Und damit kann ich dann halt Farbnuancen in dem Paprika erzeugen. Ist natürlich wesentlich aufwendiger als das zu malen. Andererseits könnt ihr, wenn ihr das jetzt großformatiger macht, natürlich richtig interessante Effekte erzeugen. Hier ist es jetzt eine ziemliche Fuckelei, weil es halt ein sehr, sehr kleines Format ist. Aber ich versuche es euch trotzdem zu zeigen. Ich werde jetzt aber nicht alles als Video machen, sondern ich schneide die Sachen jetzt, ohne sie aufzunehmen, mal aus, weil es natürlich langweilig ist, mir dabei zuzuschauen, und dann werden wir einfach weiterarbeiten. So, also bis gleich. So, ich habe die zwei Formen ausgeschnitten und jetzt nehme ich halt ein bisschen was von dem Binder und damit klebe ich die dann hier fest. Wenn euch jetzt wundert, dass ich keinen Hintergrund habe, da bin ich mir noch nicht ganz einig mit mir selber, wie ich das machen möchte. Ich lasse es jetzt erstmal weiß und lasse es so wirken, wie es ist. Bildkompositorisch eher unten sein, nicht genau in der Mitte. So ist schön. Und ihr seht, dass man hier jetzt die Striche noch sieht, wo ich die, wo ich vorgezeichnet habe. Das habe ich jetzt ganz bewusst so gemacht. Das möchte ich noch als zusätzliches gestalterisches Element mit drin haben. Zum Teil wird es ja auch wieder verschwinden, wenn ich gleich mit anderen Farben dann drüber collagiere. Okay. Und jetzt seht ihr halt schon diesen Effekt, den ich halt haben wollte. Ne? Also hier, dass die halt jetzt übereinander liegen, dass hier eine andere Farbe ist. Und jetzt könnt ihr natürlich weiterspielen. Die Farbe ist jetzt nicht die Originalfarbe von der Paprika. Ich kann natürlich jetzt hingehen und kann jetzt eine Mischung machen. Ich gehe also mit einem Pinsel hin und färbe oben nochmal mit einem hellen Orange oder was ich halt habe, hier nochmal nach. Kann ich auch machen. Ne? Ich kann das ja alles mischen. Es gibt kein Gesetz, das sagt, ich darf hier nur eine Technik verwenden. Und hier unten, da habe ich schon eine Idee, da möchte ich nämlich jetzt hier mit dem Violett weiterarbeiten. Und da werde ich jetzt nicht mehr schneiden, sondern ich werde jetzt einfach nur grob reißen. Und mal schauen, was dann passiert. Die Ecken zum Beispiel wie hier, ne, wo hier eigentlich eine Rundung ist, die schiebe ich mir einfach rein und klebe die dann so fest. Das ist viel einfacher als mühsam jetzt alles auszuschnibbeln. Und jetzt seht ihr, das habe ich da schon den Schatten.
So, mit dem Grün wird es ein bisschen schwierig. Da nehme ich auch Violett her. Und zwar sehr einfach Grün, Violett. Das ist ja so ein gelbliches Grün. Und Violett ist ja so ein bisschen die Komplementärfarbe. Da habe ich eine sehr, sehr schöne dunkle Stelle. Und die möchte ich jetzt dafür hernehmen, dass ich hier draus den Schatten bastle. Zack, das drüber. Und schon habe ich hier unten auch einen Schatten. Oh, guck mal hier, geht schon kaputt. Das macht gar nichts. Dann nehme ich jetzt eine andere Farbe. Dann nehme ich jetzt das Orange. Also ich muss mich jetzt nicht unbedingt diesem Farbenraum bewegen, der mir durch die Vorlage vorgegeben ist. Ich kann einfach auch andere Farben nehmen. Die Farbe gefällt mir, die haue ich jetzt da drüber. So, und da ich jetzt Orange mit Grün habe, das passt einfach zusammen, weil die in einem ähnlichen Farbenraum einfach sind. So, mir das gefällt mir natürlich noch nicht. Da nehme ich mir ein leuchtendes Goldgrün. So, ich habe mal ein bisschen was von dem Goldgrün, mit dem ich das hier ausgemalt habe, hier drauf gegeben. Eine sauteure Farbe, deswegen bin ich sehr geizig und damit gehe ich jetzt einfach pur hier drüber. Die Farbe ist weiter, die ist transparent, wie ihr seht, das Rot leuchtet weiter durch, aber ich kriege es ein bisschen deckender hin. So. Und jetzt mache ich halt weiter. Ich glaube, ich werde mit dem Orange weiterarbeiten, da habe ich viel mehr Lust dazu. Muss jetzt nur aufpassen, die Farbe muss natürlich trocken sein, wenn ich da mit dem Binder jetzt rangehe, dann verschmiere ich das alles. Super, ne? Tolle Farben, gibt total interessante Effekte. Ich bin sehr begeistert, vielleicht mal ein bisschen näher. Ja. Und hier unten, es ist mir zu krass. Das heißt, das möchte ich jetzt abdecken. Nehme ich mir nochmal das Grün. Es ist praktisch wie dieses lasierende Arbeiten, wenn er mit Farben arbeitet, aber eben in dem Fall halt mit Collage, mit Seidenpapier. Und ihr merkt halt auch, es ist in dem Fall halt wichtig, sich auszukennen über die Farbtheorie, dass ich halt weiß, welche Farben kann ich übereinander hernehmen. Jetzt seht ihr, das ist ja wunderbar abgedämpft, ist und ich habe jetzt trotzdem nur den Schatten. Wenn ihr jetzt euch unsicher seid, welche Farbe es denn sein soll, dann nehmt ihr halt einfach, ich versuche jetzt mal mit dem Blau zu arbeiten, ne? Dann nehmt ihr halt ein Stück davon und legt es halt einfach drüber und guckt dann, wie sieht das aus. Ne? Und wenn der Untergrund trocken ist, könnt ihr das ja jederzeit wieder abnehmen, zurechtschieben. So. Zack. Und jetzt möchte ich hier nur diesen Streifen haben und dann für nehme ich auch dieses Blau her. Das gefällt mir nämlich total gut. Da brauche ich jetzt nur so einen schmalen Streifen. Das mache ich jetzt mit der Schere. Und dann haue ich den hier so drauf. Sieht, finde ich, schon sehr interessant, sehr cool aus. Hier oben, da fehlt noch irgendwas. Hier hätte ich gerne eine hellere Farbe. Ja, und damit bin ich eigentlich schon im Prinzip schon fertig. Mehr muss ich, finde ich, also ich möchte es nicht mehr machen. Wenn ich jetzt noch mehr Farben übereinander lege, könnte es sein, dass es danach richtig doof aussieht. Ich kann jetzt noch ein paar Highlights setzen, ein paar Glanzlichter setzen, zum Beispiel jetzt hier, dass ich ein bisschen was von dem Orange nehme und einfach, weil das Licht kommt ja im Original von rechts oben, dass ich zum Beispiel jetzt hier noch so ein Glanzlicht reinsetze. Oh, das sieht super aus, ja. Da kann man noch mehr ein bisschen machen, vielleicht vorne an der Spitze noch ein bisschen was. Und wie ihr zum Beispiel jetzt hier seht, das Abschneiden hätte ich mir wirklich die Mühe geben sollen, das Papier reißen sollen. Diese gerade Kante, die sieht halt einfach nicht so toll aus. Vielleicht das Blau noch, dass ich da hinten vielleicht einen ganz kleinen blauen Fleck noch mache. Einen schmalen. Blau und Rot gibt ja so einen Violettton. Wenn euch jetzt fragt, ja, das ist eine ziemliche Fuckelei jetzt hier nur wie heißt es, die Stängel da dran zu machen, dann könnt ihr halt auch mit anderen Materialien arbeiten oder mit anderem Collagepapier. Ich habe jetzt hier, das ist meine Sammlung an Collagepapier und da könnt ihr einfach gucken, ob ich noch irgendwas Passendes dabei habe. Und dann reiße ich mir das passend aus. Das wäre die eine Alternative. Oder ihr könnt natürlich auch hingehen und könnt mit Aquarellstiften arbeiten. Ich finde, das sieht super aus. Das sieht auch nicht kindisch aus. Also, da kommt dann immer so, ja, das ist eine Kindergartenmethode. Klar, es ist eine Kindergartenmethode, nur wie gesagt, ihr müsst da mit Verstand dran gehen, mit Sachverstand. So, Aquarellstifte haben den Vorteil, ihr könnt sie anfeuchten und dann kriegt dann richtig dicken, fetten Strich. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier hingehen und kann hier die Schatten noch reinzeichnen. Seht, dass ich hier jetzt nochmal die Striche nochmal nach. Ich finde, es sieht echt toll aus mit diesen Strichen. Gibt dem nochmal einen richtig schönen Pep, ne, wenn man hier so ein bisschen spielt. Und da muss ich auch gar nicht perfekt den Formen folgen. Also ich kann jetzt hier schon mal den
Stängel hier so andeuten. Die machen wir hier auch gleich mal so. Dann könnt ihr halt hingehen und könnt, weil es ja Aquarellstifte sind, die tatsächlich nochmal mit einem mit feuchten Pinsel nochmal verreiben. So, jetzt müsste es eigentlich rundherum auch schon trocken sein. Dann kann ich nämlich hingehen und kann dann mit den Aquarellstiften eben hier noch die Stängel dazu malen. Man kann natürlich jetzt verschiedene Farben nehmen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe hier verschiedene Grüns gehabt. Da haben wir noch eins, ein anderes Grün. Oder wir können noch hingehen und können das Gelb noch verwenden. Jetzt haben wir hier peppige, bunte Paprika. Kann ich mir auch super gut großformatig auf einer Wand, auf einer schön gerahmt vorstellen. Ich werde das Foto auch gleich nochmal rahmen, damit ihr nochmal seht, was für eine Bedeutung Rahmen haben. Dazu habe ich auch ein Video mal gemacht. Sieht bestimmt total klasse zum Beispiel auch in der Küche aus. Und da kann man zum Beispiel auch eine andere Hintergrundfarbe verwenden. Also theoretisch dieses Gold, diesen Goldton. Also in jedem Fall würde ich eine transparente Farbe nehmen, keine deckende Farbe. Und das kriegt er halt wirklich nur mit transparenten Farben hin. Das gelingt nicht mit deckender Farbe. Nur so als Tipp. Ich möchte das noch ein bisschen mischen mit einer anderen Farbe. Hier vorne habe ich nur so einen Rotton. Und wenn ihr das zum Beispiel jetzt noch besser vermischen wollt oder es gefällt euch nicht so ganz und ihr wollt einen Hauch davon haben, dann nehmt ihr einfach Papier und wischt es ganz vorsichtig weg und dann habt ihr wirklich nur noch Andeutungen von der Farbe. Jetzt ist es nochmal ganz weiß, aber es ist eben auch nicht ganz bunt. Ne? Voilà. So lassen wir es. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, hofft euch, dass es eine nette Anregung für euch gewesen ist und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss.